Moskina! Ja, genau, was geht ab? Schön, dass ihr wieder da seid an diesem schönen Montagmorgen. Naja, was heißt Montagmorgen? Wir nehmen eigentlich schon die Folge, wo wir jetzt am Sonntag fahren, eigentlich für Montag schon auf. Ihr Lieben, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir von der ESG, ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, wir haben Goldstatus. Jawohl, Goldstatus bis zum 15.10.25 und wow, was haben wir denn da wieder? Ah, was haben wir denn so viel ausgegeben, ey? Kartenerweiterung? Wow. Ja, da haben wir schon wieder einiges zu tun, ey. Ach ja, da hat der Justin mal wieder hier gute Arbeit geleistet. Ja, mein Lieber, Grüße gehen raus an dich und auch an alle Jo. Buspiloten. Ich und der Lukas, wir haben mal gedacht, weil wir gerade nämlich noch seine Busse für Städtedreieck am Aufbauen sind, das hat sich jetzt alles so ein bisschen weiter hinausgezögert, Leute, ihr dürft mir das bitte entschuldigen, aber wie gesagt, seit dem 7., also die erste Woche, den 7. von 1.1. habe ich eine neue Arbeitsstelle angefangen und da ist sehr, sehr, sehr viel liegen geblieben und es hat mich schon, ja, wie gesagt, schon ein bisschen geärgert, dass ich nicht daran kam und ihr wisst ja, wie das Ganze ist, ne? Viel liegen geblieben und da muss man ein bisschen dran, jetzt ein bisschen weiterarbeiten. So, deswegen habe ich gedacht, Samstag, Sonntag, ich nutze die Zeit. Ich mache auch das Ganze und so. Möchtest du einen Kontrolleur mitnehmen? Na klar, will ich einen Kontrolleur mitnehmen. Das hat er ja gesagt, das tun wir. Wir nehmen das FD, weil das normale. Ja, ich habe die andere Linie noch nicht, also ich habe die Videos, die ich jetzt noch letzte Woche am 7. am Sonntag, ich glaube, wann waren die, vom 1. bis zum 7. die Woche noch nicht bearbeitet. Das heißt, das wird alles dann nach und nach rauskommen. Ich gebe mir Mühe, aber ich habe auch wieder gesehen, in den letzten 3 Tagen, ne, sind Abos wieder gegangen, gekommen und na, ich sage immer so schön. Wer nicht bleiben will, der verpasst halt was. Ne? Und Yep, da kann definitiv. ich. Da kann der Lukas nur zustimmen. Es macht er Macht sowieso. Und so Spaß. glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja. Genau das will ich eigentlich am Sonntag quasi immer für Montag für euch dann gucken, dass ich das pack. Mit euch zusammen dann eine kleine Aufnahme zu machen. Und auch gerade, ja. Momentan ist es auch gerade so, dass ich jeden Tag ein Video rausbringen möchte. Das ist das Konzept. Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Ne, ihr wisst ja. Aber dafür unterschiedlich. Also einmal OMSI, einmal ETS, einmal LS22. Um sagen zu können, hey Leute, ich bin noch da. Und Freitag natürlich, den Fantasy-Freitag für euch da noch beizubehalten. Und ja, deswegen. Drückt mir die Daumen, schreibt mir das auch gerne mal drunter, wie ihr das vielleicht machen würdet oder was ihr davon haltet, welches Video ihr gerne haben wollt. Ich bin da auch sehr variabel, sag ich mal, in der Hinsicht. Ne? Also mich freut es auf jeden Fall, wenn ihr wieder Spaß habt mit mir daran, ein bisschen OMSI zu fahren, auch in den Goldbetrieb. Goldbetrieb, passt ja rein, Silbergold. Oh. Und dann schauen wir einfach mal, was da abläuft. Ja. Und dann kann ich ja eigentlich gerade noch ein bisschen was von den ersten Eindrücken erzählen, wenn OMSI da geladen hat. Die Linie an sich, die ist jetzt 38 Minuten lang, ne? Also da kann man ja auch einen Zweiteiler draus machen. Also, das wird auf jeden Fall. Aber das haben wir jetzt auch schon spontan entschieden, ne? Dass wir das jetzt machen. Ja, genau. Genau. Ich Denn. fahre sehr schon spontan jetzt einfach mein S-Bahn-Szenario in Schwenzenlauter ab. Ja. Ja, Was? genau, erzähl mal, was gibt's denn eigentlich da Neues? Eigentlich jetzt nicht so viel Neues. Ich habe noch bei meiner 423 habe ich noch die Repaints reingemoddet. Und den Menschen-Original-Sound habe ich noch eingefügt, den man aber nicht so bekommt, einfach so. Ja, sonst Szenario habe ich selber gebaut. Kommt vielleicht dann auch online, wenn ich es dann
Noch ein bisschen. Na, ich muss noch ein bisschen Verkehr einbasteln, noch ein bisschen. Und dann könnte es dann schon online sein. Szenario. Ja. Viel dazu. Also sonst. Das hört sich auf jeden Fall so schon mal gut an. So, der passt. Ah ja. Ich habe ja noch eine originale 4420er aus München gebaut. Also mit realen Türen, also die Münchner, die Türreihe habe ich real nachgebaut. Ja. Ein paar Sounds habe ich geändert. Ja, genau. Ah, das hört sich ja nicht schlecht an. So. So, wir fahren die 908 Kurs 2 Umlauf. Umlauf Sonntag 1. Genau. Alt F1, das sollten wir mal kurz speichern. Dann habe ich nämlich auch dann für die Bilder unten oder die Beschreibung, falls nämlich mal irgendwas suchen solltet. Genau. Ich den Münchner GTO Sound. Ja. Also ich habe jetzt ungefähr ja, 32 Haltestationen und war jetzt über eine Stunde 20. So, dann fahren wir schon mal hier hin, die Fahrgäste einladen. Sechs nach Grafiken zurückladen. Ja, weil ich habe gestern, ich hatte gestern, Guten Tag. ich habe gestern noch ein Video angeguckt und zwar war das, Ja. ich glaube, ein Winter mit Sübex, eine Winterstrecke gewesen. Die war auch nicht schlecht, die hat mir auch eigentlich sehr gut Okay. gefallen. Ja. Also, So. sogar mit eigenen Sounds, mit eigenen, wie soll ich sagen? Also du kamst richtig ans Läutwerk vorbei. Ey, Busfahrer, einmal Preisstufe A und dann flott, flott. Also wieso richtig die Schranken waren hier unten, das Läutwerk für das Verbot. Biu, 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 Ja. kannst du sagen. Also das hast du richtig und auch die Bahnhof, also du kamst an einen großen Bahnhof angefahren, die Bahnsteigansagen, das war richtig cool. Hat mir eigentlich richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ja. Also sowas gucke ich halt auch öfters mal gerne an. Aber ja. Jo, da hinten wieder das. Ach, ich weiß nicht, was da los Aber, ist. also ich verrate jetzt mal was. Ich habe schon mal was mit dem Syvex, habe ich schon mal was geplant. Bei dem Schwänzmelater. Da muss man auch mal wieder was machen. Ja. So, genau, aber jetzt fahren wir mal hier los. Ich bin mal gespannt, was du da auf jeden Fall wieder rausbringst. Rainerstraße. Ja, es hat was mit deinem Stadtteil was zu tun. Oh je. Mannheim liegt den Trümmern. Ein Süwix fährt vorbei. Na egal, nee. Rainerstraße. Ja, ich weiß. Rainerstraße. Ey, die ist so. Meine Kupplung, die ich da unten habe für Omsi, Ja. ne? Ich habe die ja so belegt, dass ich quasi die Haltestelle weiterdrücke, ne? Ich habe das gar nicht gecheckt. Rainerstraße. Guten Tag. Wernerstraße, Rainerstraße, Werner Wernerstraße. Ging die Straße. ganze, Einmal Preisstufe A, bitte. das ging die Nee. ganze, B? das ging die Nee. ganze Zeit so. A, doch, A, ja. Und oh mein Gott, ey, ich sag, dass das war. Und bei dem Szenario muss man schon Hälfte von der Uhr, was jetzt abläuft, muss man schon vorher die Tür schließen, sonst kriegst du den Fahrplan nicht eingehalten. Oh je, oh je. Naja. Ja, der ist sehr straff. Glaube ich dir. Naja, so. Aber meine Lieben, jetzt machen wir mal ein kleines Revue oder ein kleines Wernerstraße. Reflexion für von letzter Woche. Ihr habt ja mitbekommen, ich habe ja einen neuen Job angefangen und die erste Woche war immer anstrengend. Das könnt ihr bestimmt auch nachvollziehen.
So, ich vergesse mal ab. Hallo. Hallo. So. Ja, um auch erstmal wieder reinzukommen, weil, wie gesagt, ich habe ja schon mal an der Tankstelle dort gearbeitet, wo ich war. Und, ja. Man steht halt da 8 Stunden. Oh, klar hat man so eine Pause etc., aber gerade für mich war es halt auch ein bisschen, ja, wieder den gleichen Job, aber Teilzeit. Ne? Das ist halt, und damit komme ich mit meinen Fixkosten komplett zurecht. Das heißt, ich arbeite 17 Tage im Monat, habe dafür, oder manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal weniger. Das ist je nachdem, wie mein Kumpel, der Meister, wie es so schön nennt, der Dienstplan macht. Und mir kommt es nur gut, weil dann kann ich wieder ein bisschen hier mehr für den Kanal machen. Das ist ja der Sinn dahinter. Und dann habe ich auch mehr Zeit für Lukas in der Zeit. Ne? Du weißt ja, dass man sowas Spontanes einfach mal machen kann. Halbeisen. Ja. Und Samstag, Sonntag, oder so wie heute am Sonntag, gucke ich gerade, oder habe ich heute Morgen schon die Zeitung ausgetragen. Das heißt, auch da bin ich safe. Ja, also es freut mich auf jeden Fall, dass das jetzt mal so geklappt hat. Was leider nicht so klappt oder nicht weiter förderlich ist, ich habe ja immer einen Kollegen gehabt, denn sein Bezirk habe ich mit ausgeholfen. Er hat mir dafür immer eine Kleinigkeit getan oder gegeben. Ich lese ja sehr, sehr viel auf anderen Discords. St. Johannes Hospital. Ja, ich lese da sehr viel anderes auf Discord. Ich lese noch ein bisschen mit von meinem Discord. Und nutze dafür auch gerne den Samstag oder den Sonntag, um LS-Server, OMSI-Server oder auch generell mit meinen Moderatoren oder jetzt auch hier mit Lukas ein bisschen über das Aktuelle zu reden. Ja. Auch was für nächste Woche quasi geplant ist und ja, da schauen wir uns das Ganze halt auch ein bisschen an. Ne? Also, jetzt habe ich ein passendes Bild. Okay. Kannst du vielleicht mehr mit dem Schneiden vielleicht mit reinmachen? Mir kam gerade die Baureihe 420, die ich umgemoddet habe, entgegen. Okay. Habe ich gerade mal ein Foto gemacht. Ja, deine Bilder sind auch immer faszinierend, was du da immer so reinkriegst. Ja, also. Das stimmt. Ja, also auch die Linie 908 ist sehr, 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 sehr cool gemacht manchmal. Okay. Hallo, Busfahrer. Einzelfahrtschüler. Ja, genau. Danke. So, meine Tastatur hat auch wieder so die Probleme, merke ich gerade. Falls quasi auf so einer Strecke, die man aber jetzt nicht so schnell findet. Ist eher so eine private, gemoddete Strecke. Du hast ja bei meinen letzten Livestreams ja mitbekommen, dass ich bei YouTube ja auch live war. Ja. War aber nicht so wirklich die Aufrufe. Ne? Also vor allem war ja das Problem, wie beschreibst du das? Welche Tags benutzt du? Und wie würdest du das Ganze, oder was ich mich fragen würde, wie kann man das am besten noch besser aufbauen, wenn du sagst, okay, du streamst jetzt 8 Stunden. Ja? Machst du in der Videobeschreibung dann eine Beschreibung, was du streamst, dann rein, dass die dann im Nachhinein das dann nochmal angucken können? Oder, weil du kannst ja nur bis zu 500 Zeichen unten in den Text halt quasi einschreiben. Das ist halt so mein Problem, was ich habe. Also da müssten wir uns, oder ich würde mich da noch ein bisschen damit auseinandersetzen, weil ich finde es halt schade, gerade der Multistream funktioniert ja. Ja. Und gerade für euch Zuschauer wird es ja auch interessant sein, wenn man so an gewissen Punkten nämlich reinkommt. Ab 1:20 dann einen Timecode mit reinsetzt und sagt, hey, pass auf, du willst jetzt keine OMSI sehen, da kommt ATS, vielleicht ist ja da in dem Fall was drin. Also wie so ein kleines Timecode-Handbuch.
Das wäre halt sehr wünschenswert. Guten Tag. Hi. Moin moin, Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Eine hätten Manfred nicht auch schon eine Stiegen? Ach, immer dieses Rückgeld. A day ticket, please. So, machen wir alles zu und weiter geht's. Hab nämlich auch schon wieder gleich wieder Verspätung drin. Hm. Aber auf der Strecke, wo ich gerade fahre, ist noch sehr viel geplant. Hm. So. Vor allem auch gerade nächste Woche, also jetzt ab dem 7., sag ich mal, ab Montag. Ja. Ich habe einen Tag, wo ich noch von, also der Mittwoch habe ich noch von 16 bis 24, wo ich arbeiten tue. Mhm. Und vom Dienstag und Donnerstag, da ist halt von 13 oder von 14 bis 21 Uhr. Das heißt, ich bin erst um 22 Uhr daheim. Ui. Mhm. Und da. Also somit ist halt das Ganze so geplant. Natürlich kann sich das Ganze ändern, weil Umsteigemöglichkeit in die Stadtbahn Linie 903. Ich kann es ja mal kurz erzählen. Und zwar jetzt diese Woche kam Ware an und keiner hatte und einer konnte nicht. Und da haben sie jeden angerufen. Bloß der Johannes war dann bei mir gewesen. Hm. Ja, und ich konnte halt nicht kommen. Es waren halt nochmal Stunden, die ich halt nochmal holen könnte. Ja? Hm. Also dieser spontane Anruf, der kann jederzeit kommen. Aber das ist ja gerade dann gegen euch dann im Endeffekt unfair, wenn ich sage, ich bin dann am Stream, das geht gerade nicht. Hm. Also da muss ich meine, da muss ich auch ganz klar die Prioritäten setzen. Ja? Und da bin ich ganz klar dann am Stream. Also ich würde es gerne, aber wenn ich am Stream bin und habe es angekündigt, dann muss ich auch das durchziehen. Ja. Das ist ja quasi dann sich ans Wort halten. Ne? Also das ist ja, kann da auch ein richtiger Killer sein, dass es voll in die Hose geht. Ey. Ja. Dann hauen sie dir alle ab und da habe ich einfach keine Lust darauf. So. Lass mal noch ein Stückchen Kaffee trinken. Genau. Ich trinke hier gerade so Spezi aus der Flasche. Paulaner Spezi? Mhm. Der schmeckt besonders gut. Oh ja. Afternoon. Afternoon. One ticket. Bitteschön. Ja, ich fühle mich auch heute, wie gesagt, gerade richtig entspannt. Also wie gesagt, da ich jetzt meine ganzen Sachen erledigt habe. Und ja. Kann alles mal zumachen. Jetzt wird der Bus wieder kalt. So, und ich guck mal gerade auf mein Handy, weil ich weiß, wenn wieder Nachrichten kommen, muss man kurz rangehen. Das tue ich normalerweise gar nicht. Gut. Also, weiter geht's. Oder man könnte sagen, ich habe sogar BBS auf dem Handy. Wenn deine Nachrichten kommen, muss ich ja auch reagieren. Ja. Hallo, ich bin die Chef. Haben Sie was zu sagen? Ich weiß nicht, was du von mir willst, ey. Fahr lieber weiter. Das machen wir jetzt auch. So. Dann gucken wir mal. Also ich fahre dann jetzt gleich noch über Pasing und dann die ganze Münchner S-Bahn-Trasse über Münchner Bahnhof Tief und München Ost. Also ich habe auch bei dem Video gesehen, nochmal ganz kurz um dieses Train Simulator Video nochmal anzusehen. Es war sehr interessant. Linie 903. Mhm. Sehr interessant. Grafik war sehr flüssig, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. War auch richtig ein Winter-Event. Polizeieinsatz war da gewesen. Hm. Und ja, also, ich habe schon gemeint, es wäre schon vom ersten Mal die MSFS 1.0 da. Hallo. Microsoft Train Simulator. Hm. So. Ja. Also Polizeieinsatz hast du auch auf dem Szenario, aber das muss ich noch richtig einbauen. Ja, das ist nicht schlecht, das gefällt mir auch. Also. Und plus sogar noch Notarzteinsatz, gleich hinterher. Ja, das stimmt. Also es hat mir sehr, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Okay, kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Reflexion von letzter Woche.
Ihr habt ja dann aber auch mitbekommen, dass ich zwei Videos am Freitag quasi hochgeladen habe. Also einmal diesen Spezialtransport Freitagmorgen und einmal für Freitagabend die neue Folge von Sengoku Dynasty. So. Naja, konnte ich aber auch an diesen Tagen nicht machen. Weil ich einfach, ja, wie gesagt, ich war einfach zu K.O. Das muss ich auch ehrlich gestehen. Ja, ich bin es halt auch nicht mehr gewöhnt. Und da ist es soweit passiert, dass ich Samstag wirklich komplett hi. Zwar ein bisschen was am Computer gemacht habe, aber ich habe die meiste Zeit einfach nur geschlafen. So ein fauler Sack, ne? Oh. Ja, aber was willst du machen? Ja. Du musst dich halt wieder ans Arbeiten halt erstmal dran gewöhnen. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt halt die nächste Zeit dann quasi läuft. Mhm. So, denn wir haben ja quasi noch für ATS, und das ist ja auch das, was ich nochmal sagen wollte, noch eine Retour mit dem Spezialtransport, dann sind wir in Westbalkan eigentlich direkt damit auch durch. Obwohl ich sagen muss, mir fehlt echt wirklich mal einen ganzen Tag überhaupt der ETS zu fahren. Umsteigemöglichkeit in die Stadt Bahn Linie 901. Jawohl, da wollen wir auch hin. Und aber wenn man dann einmal in dieser Routine wieder drin ist, dann kann man sich dann auch wieder ein bisschen mehr Zeit für Stream und dann direkt wieder die Aufnahmen nutzen. Ne? Also. Und gerade auch für ETS, also. Hm. Ja. Moin Moin. Achso, und das neue Addon ist schon als Giveaway schon drin, aber ich habe es noch reingeschrieben, unbekanntes Uhrzeit, unbekanntes Datum. Achso, mit dem neuen, okay. Ja, mit dem Berlin Addon 3, Linie 300. Okay. Hallo, okay. Das ist ja. Jo. Habe ich schon mal reingemacht bei mir auf dem Server. Oh, Berlin, ey. Ich schwör, Berlin könnte man auch nochmal fahren, ey. Ja. Oh, das schön, wie heißt dieses, die zweite Karte? Einmal Berlin und. Und Berlin Nix 10. Glaube ich. Nee, ja. Da gab es so. Ja noch ein Free Addon. Große Karte. Einmal das X10 und einmal das andere. Mit dem C2-Bussen. Ach, meinst BAT? BAT, genau. Da hätte ich nämlich auch noch Lust, beides zu fahren, mhm. Ja, auf BAT habe ich sogar auch noch. Habe ich also habe ich noch einen Gong dazu bekommen zu den Ansagen. Ja, das ist toll. Kann ich dir das später nochmal rüberschicken? Ja, wir müssen, also ganz ehrlich, ich muss auch mal von den die ganzen Dateien von dem Adventskalender, ja, die ganzen Busse muss ich auch mal einfügen, jetzt, was man da alles bekommen hat, also. Ja. Da kam ich ja auch noch nicht ganz dran. Hallo? Ja. Und mein BBS funktioniert ja seit gestern wieder. Ich musste mein Passwort einfach nur ändern. Mhm. Ja, ich kam dann nicht mehr rein wegen OMSI 2 Installation. Ich wusste mein Passwort halt nicht mehr. Aber alles gut. Bei Listau V3 habe ich immer noch Probleme mit Objekte. Okay. Ja, muss ich aber noch mal gucken, ja. Ich fange jetzt wieder langsam an, meine ganzen Maps zu installieren. Ja, ich bin auch noch im OMSI-Aufbau die ganze Zeit noch da dran dabei. Ja, ich habe mir eigentlich mal auch vorgenommen, dass wir uns auch einen Tag mal Zeit nehmen, um die ganzen... Ja. Die ganzen Adventskalender, die was wir von OMSI bekommen haben, mal anzugucken, was das da so ist, und auch ein paar Busse da rauszunehmen und uns das anzuschauen, weil klar, es kann nicht immer was Gutes oder was Großes rauskommen, aber ich finde gerade die kleinen Details finde ich auch immer sehr, sehr, sehr spannend. Ja, also ich bin froh, wenn ich überhaupt mal ein Add-on sagen kann, okay, das nehme ich, das passt zu mir, oder da ich auch die Zeit halt dazu finde, sagen zu können, das nehme ich. Obwohl ihr auch wisst, ich bin eigentlich sehr wählerisch, was sowas betrifft. Aber man soll ja auch mal die Chance bekommen, zu zeigen, was man da auch hat. Ne? Also, das muss man auch fairplayerweise sagen. Klar, es gibt so einen wie Philipp LP, der zeigt ja alles, was von OMSI oder ÖPNV da ist. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Aber gerade bei mir ist ja, ich will mehr fahren, mehr. Ja, ihr kennt's. Ihr wisst, was ich damit meine. Ne? Gute Unterhaltung auf dem Kanal, das soll ja auch dementsprechend dann auch was sein. Genau. So. Guck mal.
Können wir die Fahrgäste da aufnehmen? Ich habe aus Versehen 5 Minuten vorgespult statt 2. Morgen. Eine Tageskarte für eine Person hätte ich gerne. Ich bekomme einmal die Tageskarte, bitte. So, ne, ich fahre einen. Also 3er Doppeltraktion. Kompletter Vollzug. Oder Langzug. Ach, wieso steht da unten Fahrkartenkontrolle? Na, starten wir mal die Fahrkartenkontrolle, okay. Barbara Straße. Wie oft kann man die denn eigentlich im Ausführen, die Fahrkartenkontrolle? Ich glaube alle 15 Minuten. Na lol. Ich fahre los und sehe den roten Button da unten nicht, weil ich dachte, okay, das ist bestimmt noch was zum, Ach du liebe Güte, ey. Hallo. Ja. Also kurz gesagt, kann man auch sagen, du führst gerade die Fahrkartenkontrolle durch, Lukas. Mhm. Ja. Stimmt. Ich wollte nämlich gerade sagen, ne? Also ich meine... Aber die Fahrkarte... Passend tut das, ja. Ja. Egal. Die da hinten haben keine Fahrkarte, na dann raus mit denen. Hast du gestern das neue Video vom Endplay angeguckt? Mit seinem Führerschein für den LKW? Nö, ich hatte gestern eigentlich viel zu tun mit Roblox und so. Das habe ich auch gesehen. Du hast ja auch Roblox gestern gestreamt, habe ich gesehen. Ja. Ja, dieses ÖPNV-Spiel, das macht so Bock. Ne? Das ist jetzt eine neue Straße mit rausgekommen, die hat richtig geilen Sound. Ich habe gerade 2 KI gefressen. Naja. Aufgegessen. Ich bin ja mittlerweile dabei, meine eigene Stadt zu bauen in Roblox. Oh. Aus Halle Saale. Also ich bin dem Bauen, ganz ehrlich, mit Szenario bauen, ich bin da sowas von ungeschickt, ey. Also, du kannst mir ein Survival-Game geben, ich zock das mit ein paar anderen zusammen, hey. Hallo. Alles kein Problem, das tue ich gerne. Aber ich bin so ungeschickt, was das betrifft, ey. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ja, glaube ich dir. Man muss nur ein bisschen überlegen, wo man genau anfängt. Okay. Oder wie eng diese Fahrzeuge getaktet sein sollten. Okay, krass. Na, musste aber 5 Minuten später dann halt immer umdenken müssen. Krass. Also zum Beispiel in Tutzing, du stehst so an dem Haltepunkt, ne, kannst dann aber nicht gleich direkt losfahren, weil der erste ganze andere Verkehr erst vor dir durch muss. Okay. Dann kommt eine verspätete S-Bahn, die aber deine Abstellung dann fährt in Tutzing, weil ich keinen Platz mehr hatte. Anders hier hinzumachen. Nach der kannst du dann fahren. Hast dann aber 2 Minuten Verspätung. Krass. Direkt. Ja. Und die musst du versuchen, bis Passing aufzuholen. Ja, da bin ich überhaupt kein Fan von dem Aufholen. Ey. Ich meine. Ja. Welchen Passing hat mich genau 3 Minuten Pause oder so zwischen 2 bis 3 Minuten Pause deswegen. Kann man das eigentlich ganz gut schaffen. Jetzt mal ein anderes Thema. Was hältst du eigentlich von dem City-Bus-Manager, der da jetzt rausgekommen ist? Den habe ich jetzt einmal angeguckt. Aber. Auch mit dem. Wie nennt sich das? Green Energy. Energie und Green Management. Ist das so ein DLC, was erst da dazu kam? Mhm. Ja. Was meinst du damit? Also, was meinst du davon? Ich hab's mit. einmal durch das Video angeguckt, aber... Also gestern habe ich einen, der hat 150 Abos gehabt, kommt selber aus Berlin und hat halt das angezockt oder auch angespielt und der hat seinen ganzen Betrieb mit allen, also seine Errungenschaften, 100% auf grün gehabt, also auf ökologisch. Und er hat ein bisschen erklärt, was ein bisschen Updates da rauskam und so weiter und so fort und da habe ich mir nur gedacht, naja, also er hat die Karte BVG gespielt und fand ich ja an sich gar nicht mal so schlecht. Und das war toll, also es war nur, ich muss ganz ehrlich sagen, klar für ein Spiel ist es okay, wenn man sagt 100% Green, aber ein bisschen Diesel musst du halt immer noch in den Venen haben. Ne?
Das macht ja schon was Tolles, ne? Und ich bin noch dabei, so ein Intro jemand für das BMV-Spiel da. Bin ich noch nebenbei am Schneiden. Apropos, Intro. Ja, jetzt springen wir gerade wieder, aber das habe ich mit dem Johannes LP am Wochenende gemacht. Da habe ich mir geholfen über Kava, so heißt es, haben wir ein Intro für ihn erstellt. Und ist gar nicht mal so schlecht. Also ich stelle euch gerne den Link unten rein. Ich krieg dafür nichts. Ich empfehle euch nur die Seite, weil das kostenlos. Ladet euch das gerne auf 19.8, also auf HD runter, und wenn ihr dann das Videopad oder ein eigenes Renderformat, eigenes Renderprogramm habt, dann macht's auf 2K, dann spart ihr euch die paar Euros. Also man kann mit viel gratis und ein eigenes Programm viel machen. Ja, das stimmt. Viel machen, das stimmt, ja. So. Guten Tag. Moin. Oh Gott, ich suche gerade mein Tempo, ey. Ich habe nämlich letztes Jahr nämlich ein Intro gemacht. Ja, mache ich dieses Jahr jetzt auch wieder. Ah ja, hier steht's. Du kannst alle 15 Minuten... Eine Tageskarte, bitte. Genau. Kontrolleur machen. Ja, das stimmt. Genau. Hätte ich das vielleicht direkt am Anfang machen sollen, ey. Egal. Also ich glaube, wo du am meisten Geld kriegst, ist, auf, wenn du auf die SBR 90 fährst, glaube ich. Ja, na gut, ich habe jetzt die 100 neu, dieses Event, was da kam, ja geholt. Achso. Ja. Wo du fahren kannst und, Achso, ja. Alles gut. Deswegen testen wir einfach mal, was das mit diesem Intro da, oder was mit diesem Premium und Goldstart und so, das ist. Ist es was Tolles, mache ich es noch einmal, hol es nochmal für ein Jahr, dann passt es. So. Ja. Der Download für die 20 Minuten, da sind wir nämlich auch bald da. Ja. Dann lade ich noch den anderen Bus, den anderen Download runter und dann. Ja. Wenn du Bock hast, können wir dann ja gerne nochmal eine Aufnahme machen. Ja. Eine genau. Aufnahme in der Aufnahme. Wenn das mit dem ersten, also da wo die Facelifts drin ist, vom ersten Ding nicht funktioniert, musst du sie einfach nochmal rausschmeißen und nochmal neu reinkopieren. Dann sollten sie funktionieren. Okay. Ja, gut. Also so wurde es mir mal gesagt und so mindestens hat es bei mir auch funktioniert. Okay. Ja gut, ich habe ja jetzt das wo ich mir runterlade, ist ja nicht auf dem Gaming-PC, das ist ja auf dem Streaming-PC, ne? Also muss ich mir dann noch runterschicken. Deswegen ist ja Streaming, da wo mein Streaming-PC ist, da ist auch die Bastelwerkstatt quasi, weil ich da meine Festplatte drauf habe, ne? Ja, ich bin dann gleich wieder da. Ah, alles klar. So. Ja. Da könnt ihr mal auch gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ihr da so von hält, was wir da gerade so schwätzen oder was ihr da auch am Sonntag gemacht habt. Oh ja, kleine Reflexion. Vielleicht möchtest du ja auch demnächst mal als Gast bei mir auf dem Discord mit drauf sein und ein bisschen schnacken. Wenn du Interesse hast, einfach ein bisschen. Ja, da ist jedermann da. Jeder kann da mitmachen. Und dann klickt da einfach unten auf meinen YouTube. Da kommt ihr auf meiner Discord, der ist dort verlinkt, und wie gesagt, schaut doch gerne mal bei mir auf meiner Webseite auf Twitch vorbei, falls ihr mich doch dort mal live sehen wollt. Na, ihr wisst ja, Twitch, da ist Musik, hier im Livestream ist eigentlich mehr so Talkgespräche, die ich versuche, und ja, man kann es auch sagen, Musikwünsche sind auch mit drin. Hallo. Das freut mich einfach. So, da mal ja, wie stehe ich denn da eigentlich? Oh. So, WB. Ich hab ein bisschen Verspätung reingekriegt, aber das ist nicht schlimm, hole ich wieder auf. Ja, bin die habe ich auch. Bin guter S-Bahn-Fahrer. Ja, Bleifuß, ne? Bleifuß! Aber eins habe ich jetzt auch gestern mal angeguckt. Oder jetzt seit in der Woche mal mehrere Tage. Und zwar die RNV und VRN, also den Verkehrsverbund bei mir. Die haben Videos gemacht von Quereinsteiger. Drei oder neun Monate lang, wie sie vorbereitet werden, was alles auf so einen Straßenbahnfahrer zukam. Und es war gar nicht mal so schlecht. Also ich werde ab morgen euch mal in diesem Video oder
ich sag mal so schön, dort wo ihr die Videos bearbeitet, könnt ihr jedes Mal eine Folge mit reinnehmen und einfach mal ein bisschen informativ zeigen, weil bei uns ist ja jetzt auch in Mannheim die neue Linie 13 reingekommen. Ah. Ja. Also sie fährt schon länger, aber gerade auch mit dem neuen Straßenbahnmodell ist es dazugekommen. Und ich bin einfach mal gespannt, was ihr davon hält. Und dann können wir mal vielleicht in den nächsten Tagen uns da einfach mal ein bisschen drüber unterhalten. Weil ich hatte mich auch vorgehabt, mich mal dort zu bewerben, aber da fehlt mir der Autoführerschein. Hallo Busfahrer. Mhm. Das ist ganz cool. Ja, also es ist auch was Tolles, ne? Also ja, ich sag jedes Mal danke, wenn ich irgendeinen sehe, weil es einfach toll ist, was die für einen Job einfach da machen, was die auf sich nehmen, muss einfach mal gesagt werden. Ja, stimme ich dir auch zu 1000% zu. Pfaffnerstraße. 1000%, also gut. Ja, aber ist schon krass, was die da machen und so, das ist schon geil. Aber auch bei mir in der Habak so ist das auch echt geil. So, Hallöchen. Guten Tag. Tag. Durfte ja mal schon mal so eine komplette Runde drehen mit der Bahn. Wow. Einmal aus dem Betriebshof raus und dann wieder hinten im Betriebshof wieder rein. Ja, das würde ich auch mal gern machen, aber das ist halt, ja. Und sogar mit unseren alten Tatra, die jetzt nicht mehr fahren, nur noch als Sonderwagen. Mhm. Ganz cool. Ich durfte die einfach komplett alleine fahren. Buschhausen Mitte. Das ist ja auch ein einmaliges Erlebnis, ich meine. Ne? Ja, auf jeden Fall. So wie mein Kumpel damals in Heilbronn war, ist dann nach Dortmund gefahren, Heilbronn sage ich schon, und sein Vater war ja in Standhaltung, und dann sind wir mit einer 101er raus und einer 111er rein und mit einer 111er rausgefahren. Geil. Das war dann schon was. Dann durfte ich noch mit dem Bus eine Runde drehen. Ja, das ist schon was Tolles. Schön mit dem Schlenki. Mit dem Gelenkbus. Ja gut, Bas. Bei mir im Ort, da fahren ja sehr viele Hessenstraße. Sehr viele M1, aber auch M1 Gelenkbus. Und das sind diese von dem Modell von Bremen, diese Modelle. Ah ja. Das war halt sehr interessant. Ja. Also. Und in dem Packs, sag ich mal, ist auch ein MAN von Bremen drin, ungemoddet. Ah, okay. Ja. Nur den müsstest du, glaube ich, dann nachher nur umbenennen, sonst siehst du den im Onsi ein bisschen komisch. Okay. Ja gut, ja, Das machen wir alles dann, wenn es alles dort runtergeladen ist. Gut. Muss ich mir auch erstmal 3 Stunden im Ordner suchen. Da hieß irgendwas mit MANUL oder so. Irgendwie so ganz komisch hieß der. Ja, das stimmt. Und das Geile ist, ab Parsing habe ich nämlich Ansagen auf dem Stream Deck gelegt. Sonderansagen? Nee, das schon Ansagen. Ah, okay, Sonderansagen habe ich bei mir eigentlich auch mit in drin, aber das ist, ich versuche das gerade über so eine lustige Stimme da zu manipulieren. Okay. Ja, Sonderansagen habe ich auch drin. Also habe ich mir einen extra Ordner drauf gemacht. Oh, wir haben grün und ich tue bremsen. Das ist auch gut. Ja, das ist wieder halt so ein typischer Tick von mir. Ja. Also. Oh, wir haben es ja gleich geschafft. Was geht ab? Ja, mir fehlt noch ein bisschen auf Parse, mir fehlt mich noch ein bisschen der S-Bahn-Verkehr. Ist mir noch ein bisschen zu wenig. Also das heißt ja, du hast mir jetzt quasi, oder die Links da schon mal geschickt, wegen dem Stelle 3, die Busse, ne? Genau. Das ist ganz Spezielles. Genau. Also da freue ich mich auf jeden Fall auch, wenn ich die mal fahren kann, klar. Also Stelle 3. Da ist auch von MAN Stadtfamilie einer drin, der Solo und der Gelenk. Und von Hamburg Hafen City ist einer drin, der Elektrobus. Ich weiß jetzt nicht, Solo oder Gelenk, weiß ich jetzt nicht mehr.
Der Gelenk funktioniert auf jeden Fall nicht, leider. Aber der Solo funktioniert. Okay. Ja, wie kam dir da drauf, das so einfach zu machen? Nee, das wurde mir einfach zugeschickt. Also. Okay. Also ist das ja super. Ich bekomme manchmal einfach so viele Busse, manchmal einfach. Startrate Bahnhof, okay. Westseite. Um die dann auf YouTube oder sonst wo dann zu zeigen. Ist auch ganz cool, ne? Wenn ihr Boot habt, dann immer her damit. Ne? Ist ja nicht schlecht. Also freue ich mich um jeden einzelnen Bus natürlich. Na? Also ich denk auch mal, dass ich unbedingt mal eine Liste anfertigen soll mit den Verlinken von ein paar Kanälen, gerade die wo bauen, Tutorials oder sonst irgendwas haben, ne? No. Und oder auch gerade so Gemeinschaftsprojekte, ne? Also das ist so wie wir jetzt zum Beispiel mit die Aufnahmen machen von Bausi. Ja. Und nächste Haltestelle, Sterbrade Bahnhof. So, ja. So ihr Lieben, wir haben es auch geschafft. Ich fand, das war eine sehr schöne Folge mit einer sehr schönen, sehr schönen Unterhaltung. Und hofft, dass es gleich auch ohne Gemecker von den Fahrgästen kommt. zumindest hoffe ich das einmal, weil ich ja heute ein bisschen sehr angenehm fahre. Und in den 30 Minuten bin ich jetzt hinter Pasing und bin jetzt am Leim. Ja gut, es sind halt 40 Minuten, die wir jetzt halten, ne? Ja. Oh, passt. Und die bin ich die ganze Zeit von Tutzingen gefahren. Okay. Ja, vielleicht können wir ja noch ein bisschen auch an den Grafik von Omsen ein bisschen rumschrauben. Aber wie gesagt, wir machen jetzt halt erstmal das mit YouTube, ne, dass wir da die richtigen Tags, die richtige Beschreibung und das richtige Programm dazu bekommen. Und ja, dass wir quasi dann die Folge dann für euch dann am Montagmorgen schon raushauen können. Dass ihr was zum Gucken habt, ne? Was auch in Revue quasi ist, ne? Was auch der nächste dabei um sie noch kommt, also heute. Und dann auch Abwechslung, Format. An jeden Tag ein anderes Video. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich auch, dass ich zwei rausbekomme, aber ja. Ich habe ja auch erstmal von letzter Woche noch mal was zu schneiden. Da dürft ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und ja, ihr Lieben, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da. Das wäre nämlich für das Ranking sehr wichtig. Auch wenn ich mein eigenes ATS-2-Video empfohlen bekomme. Fand ich auch witzig, aber egal. Und vielleicht sehen wir uns ja gleich noch, wenn Lukas noch Lust hat, eine zweite Aufnahme zu machen. Klar. Okay. Klar, immer da. Bist du? Klar, immer da. Da haben wir schon was da, ihr Lieben. So, ich verabschiede mich dann. Habt noch einen schönen Montag. Jo. Im Fall und bis zum nächsten Mal, euer Bartel. Ich sag, wieder schauen, reinhauen. Ciao, ciao.